7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich muss sagen, früher habe ich das Laufen gehasst. Aber mittlerweile bin ich voll auf den Geschmack gekommen, weil ich beim Laufen alleine mit meinen Gedanken bin. Es gibt nichts anderes, es gibt keine anderen Menschen, es gibt nur Musik in meinen Ohren und meine Gedanken. Und ich muss sagen, das hilft so gut, diese Gedanken in die richtige Regale einzuräumen, also überhaupt den ganzen Müll im Kopf zu sortieren. Und ich find's geil. Mittlerweile laufe ich gerne und rate ich jedem, dieses Gefühl vom Rausch nach 2 Minuten, wenn man K.O. ist. Nee, aber wenn man eine halbe Stunde unterwegs ist beim Joggen, hat man das Gefühl, man ist leicht angetrunken. Und das ist so ein Suchtgefühl. Und deswegen, weiter geht's. Vor circa einem Jahr habe ich ein Buch von Stephen Pressfield gelesen. Es heißt Turning Pro. Und dieses Buch hat mich dazu bewegt, zu verstehen, dass ich eigentlich ein Amateur bin und dass ich unbedingt zu einem Profi werden muss, um meine Ziele zu erreichen. In diesem Buch beschreibt er die Unterschiede, also nicht nur, aber der beschreibt die Unterschiede zwischen einem Amateur und einem Profi, wie sie handeln und was sie für Ziele verfolgen und wie sie damit klarkommen. Und heute möchte ich ein paar Punkte davon nennen, die mich wirklich beeindruckt haben, die ich auch in mir gesehen habe, persönlich, meine Eigenschaften. Und heute möchte ich das mit dir einfach teilen. Punkt Nummer 1, der Amateur erklärt, wieso er etwas nicht kann. Der Profi sucht nach einer Lösung. Ein kleines Beispiel. Ein Amateur geht an einem Laden vorbei und sieht eine tolle Kamera, ein super Equipment, irgendetwas, was er unbedingt haben will. Und der Amateur wird dann sich selber und auch den anderen erklären, weshalb er sich das nicht leisten kann. Weil er kein Geld hat, weil er keine Arbeit hat oder sonstiges. Er wird erklären, wieso er es nicht haben kann. Ein Profi dagegen, zunächst einmal wird er nicht drum herum labern, sondern er wird sich das anschauen und dann nach einer Lösung suchen. Er wird sich überlegen, wie kann er sich das leisten. Was kann er machen? Was kann er eventuell verkaufen? Was für einen Job kann er eventuell extra dazu zusätzlich annehmen, um das zu holen, worauf er Lust hat? Genauso bei der Arbeit, genauso bei Sachen, die man erschafft. Der Amateur würde erklären, wieso er etwas nicht kann. Der Profi dagegen wird nach einer Lösung suchen und versuchen, es zu erledigen. Das ist schon mal der erste Punkt. Punkt Nummer 2. Der Amateur redet darüber, was er erreichen will. Der Profi versucht es zu erreichen. Es ist so, dass der Unterschied zwischen Amateur und Profi meistens auch darin liegt, dass der Amateur nach außen ganz laut schreit, was er alles vorhat. Er möchte dies und jenes erreichen. Der Amateur möchte der Größte werden. Er twittert darüber, er macht Postings im Facebook und ihr kennt wahrscheinlich solche Leute, die dann auch wegen Fitness gleich am Anfang des Jahres nur posten, hey, Ziel für 2017, so und so, ich werde das und das erreichen. Aber im Endeffekt tun sie absolut nichts. Der Profi, kann sein, dass er sowas erwähnt, ist ja auch okay, dass der Profi sich seine Ziele definiert, einmal darüber spricht und dann aber sich mit der Umsetzung beschäftigt. Das ist ein gravierender Unterschied zwischen einem Amateur und einem Profi. Der Amateur spricht,
der Profi tut. Punkt Nummer 3. Der Amateur hat Angst, sich zu verändern. Es ist so, dass man ist so lange ein Amateur, solange man Angst hat, von Verwandten und Freunden zu hören, du hast dich aber verändert. Denn um etwas Großes zu erreichen, muss man auch seinen Gedankengang ändern. Man muss anfangen, anders zu sein. Man muss sich komplett und zu 100% seinem Ziel widmen. Und das funktioniert nicht, ohne sich zu verändern. Deshalb, wenn eine Person Angst hat, sowas zu hören, dass man sich verändert hat, bleibt diese Person unverändert und in dem Fall Amateur. Ein Profi hat kein Problem daran, sich zu verändern, wenn er damit seinem Ziel näher treten kann. Punkt Nummer 4. Ein Amateur hört die ganze Zeit auf die anderen. Ein Profi hört nur zu. Der Unterschied daran liegt, dass der Amateur, dass ihm wichtig ist, was die anderen sagen. Er hat nicht viel eigene Meinung, der Amateur. Er hört hier mal, okay, dann tut er das, dann hört er da mal was, und dann tut er wieder das. Anstatt eigene Meinung zu bilden, anstatt auf die anderen nur zuhören, aber selber entscheiden. Und der Amateur bleibt dabei immer amateurhaft, weil es zu viele Meinungen gibt. Und du kannst nur deine Sache für dich richtig erledigen, wenn du so handelst, wie du das willst. Das heißt, man bleibt so lange Amateur, solange man komplett von anderen Meinungen abhängig ist. Punkt Nummer 5. Der Amateur hat Angst vor Niederlagen. Das ist mein Lieblingspunkt, denn es ist auch mein Lieblingszitat. Ich verliere nie. Entweder ich gewinne oder ich lerne. Und ein Amateur glaubt immer, dass er verliert. Wenn er etwas tut und es nicht klappt und er ist der Meinung, dass es ihn zurückwirft. Aber es ist andersrum. Der Profi versteht dabei, dass er etwas gelernt hat. Durch diese Niederlage wird man schlauer. Durch diese Niederlage versteht man, was man falsch gemacht hat. Und im besten Fall natürlich wird man das nächstes Mal vermeiden. Das heißt, es gibt keine Niederlagen. Man kann nur lernen. Entweder man gewinnt oder man lernt. Fertig aus. Und es gab da jemanden Schlauen, der hat gesagt, ich habe nicht 20.000 Mal verloren. Ich habe nur 20.000 Möglichkeiten gefunden, wie es nicht geht. Das heißt, Amateur hat Angst vor Niederlagen und deswegen startet er etwas Großes absolut nicht mal. Und der Profi, er weiß, es kann ein bisschen schmerzhaft werden, aber man lernt dabei und wird schlau. Punkt Nummer 6. Der Amateur verbringt seine Zeit in der Vergangenheit und in der Zukunft. Ein Profi dagegen ist hier und jetzt. Es ist auch ganz normal, dass ein Amateur die ganze Zeit sich daran erinnert, oh, das ist mir passiert damals und deshalb ist das und das passiert. Aber in Zukunft werde ich es ganz anders machen und damals war ich faul. Ich werde aber in Zukunft ganz, ganz fleißig sein. Anstatt jetzt und hier zu sein und fleißig zu sein. Und das ist der Unterschied wiederum zwischen Amateur und Profi. Der Amateur schaut nach hinten, schaut nach vorne, anstatt jetzt direkt unter die Füße zu schauen und zu laufen. Punkt Nummer 7. Ein Amateur erledigt seine Aufgaben erst, wenn er motiviert ist, erst, wenn er inspiriert ist. Und ein Profi macht es einfach. Er macht das, was gemacht werden muss. Und ich kenne es von mir. Ich habe öfters mal mich so verhalten, dass ich gesagt habe, wenn ich inspiriert bin, dann kann ich es machen. Ohne Inspiration braucht man mich nicht zu zwingen. Nein. Es ist so, mit Inspiration geht es schneller. Mit Inspiration funktioniert das alles einfacher. Doch das ist der Unterschied zu einem Profi. Der Profi wartet nicht auf Inspiration. Der Profi fängt an und macht. Und meistens, das ist der Trick an der ganzen Sache, kommt die Inspiration dann von allein. Man muss einfach anfangen, man muss einfach tun, was man tun muss. Weil während man auf die Inspiration wartet, schaut man Netflix, liegt man auf der Couch, schaltet YouTube ein und so weiter und so fort. Und die Arbeit wird nicht gemacht. Und irgendwann verliert man das Ziel aus den Augen. Deswegen
muss man sich klare Ziele definieren, klare Schritte definieren und dann einfach machen. Sich hinsetzen und tun. Und der letzte Punkt, Punkt Nummer 8. Der Amateur hilft keinem, weil er Angst vor Konkurrenz hat. Der Profi hilft jedem, weil er weiß, wie schwer der Anfang ist. Und das kenne ich von mir. Am Anfang, als ich angefangen habe zu fotografieren, zu gestalten und ein paar Sachen gelernt habe, es war schwierig, sich etwas anzueignen oder etwas zu finden. Es hat gedauert, es hat alles Zeit in Anspruch genommen, um überhaupt irgendwelche Resultate zu sehen. Und damals, wenn ich etwas erreicht habe, habe ich gedacht, so, oh geil, ich kann es, ich werde es mit niemandem teilen, weil sonst macht mir jemand nach. Mittlerweile verstehe ich, wie schwer das für mich war. Ich würde gerne jemandem helfen, der meine Hilfe braucht, weil ich auch keine Angst vor Konkurrenz habe. Ich verstehe, dass jeder Mensch hier im Kopf anders funktioniert. Das heißt, es wird keiner mich nachmachen können, in der Art und Weise, wie ich das mache. Ich werde auch niemanden nachmachen können. Und deshalb sollte man keine Angst haben vor Konkurrenz. Durch Konkurrenz wächst man überhaupt. Und das ist der Unterschied zwischen einem Profi und einem Amateur. Der Amateur hat Schiss. Der Amateur hat Schiss, dass seine Arbeit geklaut wird. Der Profi versteht, dass er jeden Tag wächst und dass er besser und besser wird und dass keine Konkurrenz der Welt ihn stoppen kann. Und das, meine Lieben, ist der Unterschied zwischen einem Profi und einem Amateur. Und jetzt musst du entscheiden, wer du bist. Ein Profi oder ein Amateur? So, genug geredet. Meine Frau und ich, wir treffen uns jetzt in der Stadt, gehen zusammen was trinken, was essen, sozusagen gehen ein bisschen aus. Merkt euch, Männer, happy wife, happy life. Nein, aber ich wollte auch mal hier in Karlsruhe ausgehen, weil seitdem wir hierher gezogen sind, sind wir nur am Arbeiten und war noch kein einziges Mal, glaube ich, gescheit aus. Deswegen, kommt mit. Master Burger. Was haben wir hier? Kichererbsen, Süßkartoffel, Curry. Einen guten. Eine kleine Pommes gefällig? Und fertig. Geil war's. Das Laufen war heute, glaube ich, umsonst. Ich werde trotzdem fett. Danke. Allein schon deswegen könnte ich wiederkommen. Mir hat noch nie jemand Smileys gemalt. Dir? Wie hat es dir gefallen? Lecker. 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 Das Essen war sehr lecker. Bedienung auch schnell. Alles geil. So, jetzt machen wir lecker, lecker essen. Jetzt gehen wir ein bisschen durch die Stadt bummeln. Deswegen, wir haben nur ein Ziel. Einkaufen. Dunkin' Donuts. Und Dunkin' Donuts. Also, ich mache hier jetzt Schluss. Mach jetzt gut und bis zum nächsten Mal.